Da oben ist er, der Feuerball, die Leuchtkugel. Und hier unten ist die nächste Rute krumm. Wahnsinn. Wahnsinn. Uiuiui. Was da los ist. Läuft doch. Ja, da läuft es. Und puff und alles weg. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Ja? Und genau so ist es mir hier gerade ergangen. Alles weg, alles futsch, alles gehackt. Erst seid ihr im Wald und seht die ganzen Bäume. Und wenige Momente später ist es wie hier auf dieser Sandbank gähnende Leere. Alles futsch, alles weg, alles vorbei. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen hier aus der italienischen Wildnis. Wir schreiben heute den 12.10.2022. Bin gerade mit Fini unterwegs, ein bisschen den Kopf auslüften. Wir befinden uns gerade in der abnehmenden Vollmondphase hier am Fluss. Wir haben in den letzten Tagen wirklich eine ganz, ganz tolle Fischerei erleben dürfen. Zur aktuellen Situation hier am Fluss. Niedrige Wasserstände, ganz, ganz niedriges Wasser, sehr klares Wasser. Sehr hohe Außentemperaturen tagsüber. Und noch hohe Wassertemperaturen, stellenweise 18, 19 Grad, wo die Sonne halt draufballert, wo sie ihre Kraft noch zeigt. Ja, vom Angeln her bin ich mega happy, sehr begeistert. Der größte Fisch jetzt zum Vollmond war ein Waller mit 2,49 Meter, knapp 2,50. Blende ich euch hier mal ein paar kurze Ausschnitte ein. Kurz verschnaufe. Alles gut. Wahnsinn. Unglaublich. Nachbumbe. Jetzt kommen wir langsam hier unten ins Boot. Genau. Wieder hoch. Na komm, hoch jetzt, bitte, komm. Ja. Jetzt spielen. Alter, guck dir das Ding an. Ein Riesenfisch, ein Riesenfisch. Guck mal das Ding an. Ach du Scheiße. Die roten Teufel haben wieder zugeschlagen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, Achtung, Fisch kommt ins Boot. Ich muss sehen, wo der... Das ist eine Riesenbombe, das ist ein 100 Kilo Fisch. Allmächtig. Guck dir das an! Guck dir das an! Das ist. Ja, das ist ein Riesenfisch, ist das. Ein Riesenfisch. Ja, Wahnsinn. In der heutigen Nacht kamen vier weitere Fische auf unserer Habenseite dazu. Hat richtig Spaß gemacht. Wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, die richtigen Plätze beangelt. Der Vollmond, wo die meisten Welsangler vor Angst haben, beschert uns richtig gute Fische. Richtig gute Fische. Freestyle ist krumm. Stefano drillt vorne im Boot. Und die kleinen Mikro-Uposen genau unten an der Kante von der aufsteigenden Steinpackung. Dort kommen die Einschläge. Musik.
Großen, die fangen und fangen und fangen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ist ganz, ganz tolles Wallerangeln aktuell hier in Italien möglich. Viele Angler tun sich schwer, einige fangen gut, aber so ist nun mal das Angeln, ja. Aber um was es geht in diesem Video, ich wurde gehackt. Am letzten Samstag, es war der 8.10.2022, habe ich morgens noch einen Post gesetzt auf der Fanpage Stefan Seuss Fishing bei Facebook. Diese Seite ist für euch noch immer sichtbar. Da seht ihr auch das letzte Bild, was ich gesetzt habe mit Fini bei mir im Schlafsack. Handy in Flugmodus genommen, ins Camp rüber, alles aufgetackelt, rausgefahren, Routen vorbereitet. Ja, und dann am späten Nachmittag habe ich mein Handy wieder angemacht, wollte euch ein paar Storys rüberballern und plötzlich war gähnende Leere. Ich konnte mich in meinem Account nicht mehr anmelden, weder bei Facebook noch bei Instagram. Es kam immer die Meldung, ich bin nicht berechtigt, mich hier einzuloggen. Habe daraufhin alle möglichen Verifizierungen da beantragt, meine Ausweis-ID weggeschickt, allen möglichen Quatsch, habe mit Leuten Kontakt gehabt, die sich da vielleicht medial oder IT-Technik ein bisschen besser auskennen als ich, nicht zu machen. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn ihr beruflich von sowas abhängig seid oder mit sowas sehr, sehr lange schon arbeitet, dass plötzlich für euch wie so eine kleine mediale Welt zusammenbricht. Da merkt man erstmal, wie abhängig man von diesen Online-Medien, von diesen sozialen Netzwerken wirklich ist. Die Nacht von Samstag auf Sonntag war für mich wirklich nicht einfach. Auf der einen Seite muss ich hier hochkonzentriert sein, um meinen Job als Angler, als Guide perfekt zu machen. Montagen müssen perfekt liegen. Und auf der anderen Seite dieser Mist, ja, plötzlich alles weg. Man weiß gar nicht genau, was man machen kann, was passiert ist. Man überlegt da hin und her, telefoniert nur mit Leuten rum, probiert das. Alles futsch, alles aus. Ich glaube, bei Facebook bin ich seit über 12 oder 13 Jahren am Start. Vielleicht sogar noch länger, vielleicht sind es auch 15 Jahre. Bei Instagram ist es nicht ganz so lange, sind es glaube ich 9 oder 10 Jahre. Und da hat sich halt in den letzten Jahren richtig gut was angesammelt. Viele Fotos, viele Videos, viele Infos an euch gingen da täglich raus. Ja, das war wie so ein kleiner Arbeitsplatz für mich hier draußen in der Wildnis. Morgens aufgewacht im Zelt, euch die Fänge rübergelassen, ein paar Infos gegeben, ein paar Tipps gegeben, ein paar kuriose Sachen der Welt mitgeteilt. Und es hat mega Spaß gemacht, mit diesen oder über diese Plattformen mit euch in Kontakt zu stehen. Und jetzt plötzlich ist alles vorbei. Ich habe kein Sprachrohr mehr. Ich bin wie abgeschnitten von der Außenwelt. Alles futsch. Die Arbeit von 10, 15 Jahren, das kann man wirklich als Arbeit bezeichnen. Vor allen Dingen, wenn man sich da was aufgebaut hat. Ich hatte ja auf beiden Kanälen eine Gesamtanzahl von über 80.000 Followern. Alles in Eigenregie. Alles immer wieder gefüttert, gefüllt. Sachen bearbeitet, Content gebracht, ja, das ist nicht einfach, ja, zu angeln und dann nebenher noch das Handy in die Hand zu nehmen, für euch Filme zu machen, für euch Fotos zu machen, euch da mitzunehmen, Stories zu machen, das ist viel, viel Arbeit, hat mir aber mega Spaß gemacht und jetzt plötzlich ist alles futsch, alles ist futsch. Ich habe dann einen guten Bekannten von mir, Thilo Schulze, beauftragt, der hat eine Media-Agentur, den Kontakt habe ich über den Markus Sippel, den Veranstalter von der Carbon Cat Expo bekommen. Also ihr seht, wenn man viele Kontakte hat, kann einem auch oft sehr schnell geholfen werden, da mal Nachforschung anzustellen. Weil wie gesagt, ich habe hier draußen halt nicht die Möglichkeit, irgendwie mich an den Rechner jetzt zu setzen und da irgendwelchen Sachen zu folgen. Kann ich auch nicht. Und der hat dann relativ schnell rausgefunden, dass ein Zugriff auf meine Konten von Afrika aus erfolgt ist, irgendwann am Samstagmittag. Und kurz daraufhin wurde irgendwelches Material da versucht hochzuladen, war bei mir alles platt. Keine Ahnung, wo es herkommt, keine Ahnung, wer in Afrika Interesse hat an meinem Kanal. Wahrscheinlich geht es da nur um die Reichweite, wahrscheinlich geht es nur darum, irgendwelchen Blödsinn da zu veröffentlichen.
Ja, und das hat mir das Genick gebrochen. Ich weiß es nicht, wie die Leute an meine Daten gekommen sind. Ihr könnt ja mal in die Kommentare vom Video unten reinschreiben, ob ihr schon mal Ähnliches erlebt habt. Wahrscheinlich habe ich irgendwo mal auf eine falsche E-Mail gedrückt oder irgendeinen falschen Link aufgemacht. Irgendwas muss ich gemacht haben. Wer weiß, ich bin kein Hacker. Und schwupps haben andere kriminelle Leute Zugriff auf euer Konto und missbrauchen das und zerstören euch die Arbeit, die ihr euch in den ganzen Jahren gemacht habt. Schreibt mal bitte in die Videokommentare unten rein, ob ihr ähnliche Erfahrungen schon gemacht habt, ob euch schon ähnliche Dinge passiert sind und wie ihr euch dann versucht habt zu helfen, ja, oder was ihr dann probiert habt zu machen, um da noch irgendwo vielleicht irgendwas retten zu können. So, ich hoffe, die Hacker haben sich gut überlegt, was sie damit angestellt haben, denn ich habe jetzt richtig schlechte Laune. Wir haben eben die Route wieder in den Routenhalter neu gesetzt und schon kam der nächste Biss. Also keine 5 Minuten Unterschied von der Landung des ersten Fisches jetzt zum nächsten Biss. Was habt ihr davon, wenn ihr meine Kanäle hackt? Jetzt gehen wir mal richtig vorwärts hier. Gehakt. Die roten Teufel haben wieder zugeschlagen. Wahnsinn. Wahnsinn. Es geht Schlag auf Schlag. Also hört auf, mich zu ärgern mit dem Account-Hacking. Sonst werde ich noch mal hier richtig vorwärts gehen jetzt. Petri Heil. Man muss alles mit ein bisschen Witz immer sehen. Trifft schon die Richtigen. Viele Grüße vom Teich oder vom Bach, besser gesagt. Wie gesagt, am Samstag erfolgte irgendwann, so haben wir es herausdeuten, herauslesen können, ein Zugriff von Afrika drüben. Also von da aus wurde sich in meinen Konten eingeloggt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwo jemand sitzt und Interesse dran hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, was die Leute mit den Accounts vorhaben, was sie damit machen. Vielleicht auch irgendeine Beauftragte, Hackeraktion von der Konkurrenz, keine Ahnung, keine Ahnung. Einem gehen da alle möglichen Sachen durch den Kopf und man muss es dann erstmal wieder schaffen, vor allen Dingen, wenn man nicht jetzt irgendwo zu Hause im Büro ist, sondern hier in der Wildnis unterwegs ist, wieder einen klaren Kopf zu bekommen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Denn eins ist ganz klar, von so einem, ich will es jetzt nicht unbedingt Schicksalsschlag nennen, aber von so einem Problem, was auch ein größeres Problem ist für mich als Brandmanager und Angler, der sehr viel oder für den die sozialen Netzwerke sehr wichtig sind, um zu euch oder mit euch kommunizieren zu können, da ist natürlich erstmal eine fette Welt zusammengebrochen. Und dann war es ganz wichtig, dass ich erstmal wieder ein bisschen runterkomme, sage, okay, es gibt jetzt halt erstmal keine Stories, ich kann erstmal keine Fotos von Fischen posten, obwohl wirklich viel, viel coole Sachen in den letzten Tagen hier passiert sind. Wir haben richtig starke Fische fangen dürfen für die doch schwere Zeit hier. Ja, und dann überlegt man sich halt, wie geht es jetzt weiter? Ich habe mir auf jeden Fall Hilfe geholt. Ich werde, also aktuell, zur aktuellen Situation, ich habe keinerlei Zugriffe auf meine Konten. Stefan Seuss Fishing bei Facebook seht ihr nach wie vor. Das ist auch dieser Kanal, der den Live-Button oder diesen Livestream auf meiner Homepage füllt. Bis Samstag früh, da wurde der letzte Beitrag von mir gepostet, ab dann seht ihr nichts mehr. Ich kann da aber nicht drauf zugreifen, weil die ganzen Sachen über diesen Seitenmanager intern verknüpft sind. Facebook mit Instagram, Instagram mit Facebook. Also mein Facebook-Kanal, die normale Freundesseite, Stefan Seuss, ist im Moment weg. Für mich überhaupt nicht sichtbar, findbar, ich glaube für euch auch nicht. Und mein Instagram-Kanal, Stefan-Seuss-Fishing, wo ich fast 40.000 Follower hatte, auch komplett nicht auffindbar. Weder für euch noch für mich. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich habe mir auf jeden Fall Hilfe geholt. Ich werde probieren, mit einer sehr erfahrenen Anwaltskanzlei dagegen vorzugehen, damit ich irgendwie eine Verstärkung habe, um mich bei diesen, also bei Facebook oder Instagram da melden zu können und dort irgendwie mal einen Mitarbeiter ans Band zu bekommen. Ja.
Weil ich glaube nicht, dass ihr da irgendwo anrufen könnt. Wenn ihr mit eurem Webprogramm oder mit irgendeinem anderen Programm ein Problem habt, erreicht man heute teilweise noch irgendwelche Mitarbeiter, die ihm dann irgendwann helfen. Aber da, bei Google oder bei diesen sozialen Netzwerken, da kriegst du keinen ans Band. Ja, das ist wie wenn alles unwichtig wäre, was wir doch teilweise auch für die tun. Ja? Wenn es keine Leute gäbe, die dort Sachen posten, die da Ballung auf den Seiten machen, wären die Seiten auch nicht so bekannt. Aber wenn man dann ein Problem hat oder irgendwas ist, dann ist man ganz schnell allein gelassen. Ich werde jetzt versuchen, mit einer bekannten Anwaltskanzlei, die sich sehr viel mit Account-Hacking beschäftigen und auch schon Leuten, denen Ähnliches passiert ist, ihre Accounts zurückgebracht haben, dagegen vorzugehen. Ich weiß es nicht, ob es klappt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass nicht die ganze Arbeit der letzten Jahre, fast von einem Jahrzehnt, komplett futsch ist. Habe mir aber in der Zwischenzeit einen neuen Kanal bei Instagram jetzt mal schnell professorisch hier draußen im Zelt gebaut, von dem aus ich euch jetzt wieder ein bisschen via Story, via Fotos auf dem Laufenden halten kann. Ich blende euch hier jetzt mal den Link ein, damit ihr mir wieder folgen könnt und wieder mitbekommt, was aktuell passiert hier am Fluss. Stefan.seus.fishing. Darauf findet ihr mich. Das ist mein privater, persönlicher Account. Ja, also das ist keine Fake-Sache irgendwas. Und der wird so lange euch jetzt Infos nach draußen hier direkt vom Wasser schicken, bis wir mit den anderen Kanälen eine Lösung gefunden haben. Entweder geht es vielleicht weiter und wir haben eine Chance gegen dieses Riesenunternehmen oder auf dieses Riesenunternehmen Einfluss zu nehmen und denen wirklich zu zeigen, zu beweisen, ich habe keinen Blödsinn gemacht, ich habe kein unzulässiges Material hochgeladen, ich wurde gehackt, irgendwas ist da passiert, ich kann selber nichts dafür. Oder aber es geht auf diesem Kanal weiter. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn sich irgendwas ergibt, wenn sich irgendwas ändert, und bedanke mich für euer Verständnis. Ich kann es leider nicht ändern. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere, wenn er wissen will, was aktuell abgeht, auf meinen aktuellen Not-Insta-Kanal draufklickt, mir folgt, da kriegt er auf jeden Fall alles mit. Ich bin da, ich gebe mein Bestes und weiter geht's. Ja. Einfach klaren Kopf jetzt wieder kriegen und hoffen, dass vielleicht irgendwo sich was ändert. Jetzt am kommenden Wochenende trefft ihr mich alle in Wallau auf der Carp & Cat Expo am 15. und 16. Oktober öffnet diese ihre Pforten. Ich werde jetzt noch bis Freitag hier in Italien weiter Gas geben, fahre dann direkt rüber zur Messe. Dort bin ich zusammen mit einigen Black Hat Team Anglern am Stand von der Angelzentrale Herrieden anzutreffen. Spätestens am kommenden Sonntag, vielleicht auch am folgenden, geht es natürlich auch auf YouTube weiter mit diesmal erfreulicheren Videos. Ja, ich habe richtig cooles Material für euch gesammelt. Auch der zweite Teil von der Session an dem Baggersee in Bayern, Karpfen und Welsangeln kombiniert, wird dann online gehen. Bleibt dran, es geht auf jeden Fall weiter. Und ich versuche, meine Gedanken hier wieder zu ordnen, den ganzen Verlust irgendwo runterzuschlucken, denn es muss weitergehen. Ja. Von so einem Blödsinn werde ich mich auf jeden Fall jetzt hier nicht aus der Bahn werfen lassen. Egal woher der Hack gekommen ist, mit mir nicht. Weiter geht's. Viele Grüße vom Wasser. Alles Gute. Dicke Fische für euch. Und schützt eure Kanäle richtig. Passt darauf auf. Vergebt jeden Monat meinetwegen ein neues Passwort. Passt auf, dass da kein Schindluder getrieben wird. Denn es geht rucki zucki und irgendwelche Leute, irgendwelche kriminellen Leute, nehmen euch irgendwas weg. Es wäre schade. Viele Grüße, euer Stefan. Ciao, ciao.